Hallo, liebe Freunde der schönen Unterhaltung. Hier ist wieder einer Niederlick mit Diablo. Es ist soweit. Wir zocken weiter. Lea, wirke den Zauber, den ich dir beigebracht habe. Ich lebe wieder. Soltun Kull, wir brauchen euch, um den schwarzen Seelenstein zu aktivieren. Damit wir mit ihm die letzten zwei Herrscher der Hölle fangen können. Ich erkenne eure Stimme, Fremder. Sie hat mich im Tod verfolgt, so wie sie mich zu Lebzeiten befehligt hat. Tyrael! Der bin ich. Das stimmt. Doch jetzt sterblich. Ah, das Schicksal ist wunderlich. Ich habe hart gearbeitet, um so weit zu kommen. Wir haben eben in der letzten Folge unser Scheiß verkauft. So, was haben wir jetzt? Jetzt zeigt ein Schild um die Verzauberin und ihre Verbündeten der Geschoss reflektiert. Okay, erhöht die Rüstung der Verzauberin und ihre Verbündeten und verlangsamt Angreifer. Dann machen wir das doch mal. Ja, ich werde euch den schwarzen Seelenstein geben, aber als Gegenleistung muss ich wieder ganz gemacht werden. Ja, kein Problem. Ihr wart früher ein Verräter. Woher soll ich wissen, dass ihr nicht zu einer noch größeren Bedrohung werdet, sobald ihr gänzlich wiederbelebt wurdet? Das wisst ihr nicht. Also müsst ihr euch selbst fragen. Wie viel würdet ihr riskieren, um diese elende Welt zu retten? Alles. Ah, so sei es. Um anzufangen, müsst ihr mein Blut in den trostlosen Sanden jenseits der Aquädukte finden. Ich werde mit euch gehen. Wir sollten Kults Kopf mitnehmen. Vielleicht kann er uns helfen. Ich werde ihn in eure Tasche legen. Danke, das ist lieb. Ich hab gerne so Köpfe und sowas drin. Ihr seid interessant, nicht wahr? Ich frage mich, ob eure Freunde wissen, wer ihr wirklich seid. Sprecht deutlich, Zauberer. Was meint ihr? Oh, mit der Zeit wird sich alles klären. Wird sich auf jeden Fall. Es war relativ spät erst, aber dann erfährt man einiges, was so passiert ist. Ist ja nicht schon so, dass es verwirrend genug ist, was so passiert. Wir haben einen mächtigen Feind zu Fall gebracht. Ja. Geht so, ne? So mächtig war er jetzt auch nicht. Ich kann dieses Tor für euch öffnen. Dann mach doch. Du Hans. Du alte Wasserstraße. Speicherport. Kaiser Hakan? Keine Zeit für Nettigkeiten. Ich glaube, ich habe Belials Identität aufgedeckt. Nicht mehr lange. Eines müsst ihr jedoch wissen. Um Kults Blut zu finden, müsst ihr durch die Aquädukte gehen. Es gibt zwei Hebel, die den Eingang unter dem Wasserfall kontrollieren. Ja. Das wusste ich schon. Oh, danke. Dieser Ort stinkt nach Dämonen. Wir müssen uns vorsehen. Stinkt auch nach dir. So lange erlebt es ganz Kaldeum im Belagerungszustand. Jetzt halt's mal. In einer Woche brechen wir zu den trostlosen Sanden auf, um Kults versteckte Archive zu finden. Keiner von uns weiß, was auf uns zukommt. Wie weit hat sein Wahn ihn getrieben? Wie viel Macht hat er auf seiner wahnsinnigen Suche angehäuft? Ich kann nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind. Also, die labern hier ganz schön viel. Aber leider ist er keine Illusion. Hi, Tranky.
Gegner. Stopp. Schon wieder Level Up? Ging aber flott. So, was haben wir Neues? Verteidigung. Saft des Lebens, erhöht die Heilwirkung, Odem des Himmels. Naja, das bringt irgendwie nicht so wirklich viel. Reißender Wind, rasender Angriff. Was war das jetzt nochmal? Läuft schon auf den Gegner zu und schlagt ihn oder umgebt euch mit einem Wirbel, der Schaden zufügt. Ach, das ist neu. Ah, okay. Ne? Zyklonschlag. Reduziert die Geisteskraftkosten. Fand ich jetzt nicht so toll. Also den finde ich richtig geil. Neues Mantra. Mantra der Vergeltung. Gegner erleiden Schaden, wenn sie euch oder Gruppenmitglieder im Nahkampf angreifen. Ja, dann Ausweichchance ist auch geil. Ist beides ziemlich cool. Aber ganz schön lange, finde ich. Ja. Renn da noch rein. Nicht gut. Gelb, gelb, gelb. Was ist es? Was ist es? Scheiße. Was ist es? Also hier kann ich das, die ganzen Sachen kann ich schon gar nicht mehr sehen. Da habe ich so lange nur die Ausgänge gesucht. Ich habe das schon so oft gemacht. Da ist nichts wirklich was, kann ich jetzt schon sagen. Deshalb rush ich. Ja, gehe ich auch ein bisschen schneller durch. Ich hoffe nicht, dass ihr mir das irgendwie übel nehmt oder so. Gibt hier noch. Hallo. Braucht aber ganz schön viel Geisteskraft für mich, der andere. Mein Geschmack ein bisschen zu viel schon. Na, ich nehme mal wieder das andere. Zack. Keine Sorge. Solange sie angreifen, können wir sicher sein, dass Belials Diener das Blut auch nicht haben. Ich konnte einige Aasfledermäuse zu einem der Nester zurückverfolgen. Was ich dort fand, hat mich schockiert. Das Nest selbst ist ein lebender Organismus. Eine ausgewachsene Fledermaus. Tch, war das alles? Wir müssen sie aufhalten! Für unseren Meister! Abgesehen haben. Ein machtvoller Gegner ist gefallen. Hm. Du sagst es. Jetzt. Domina. Ah.
toll, toll, nur Gedöns, was wir wirklich so gebrauchen können. Ja, ich rush hier mehr oder weniger durch. Hasst mich dafür, hasst mich. Aber ich habe das Spiel immerhin schon zweimal durch. Ich spiele das jetzt das dritte Mal. Ja, eigentlich zweieinhalb Mal durch. Insgesamt jetzt eigentlich, wenn man das LP und nicht LP zusammenzählt, hätte ich das schon dreimal. Aber ja, ja, egal, egal. Ich spiele es ja gerade auf Hölle. Ah. Ein Hebel. Und tada, Quest erledigt. Eine Geheimtür hinter einem Wasserfall versteckt. Wie fantasievoll. Würdet ihr es besser hinbekommen? Das werdet ihr schon sehen, wenn wir meine Archive erreichen. So, ich sollte mal auch drauf achten, wie lange ich auf dem Fass gesteckt habe. Hier drin ist es wirklich ganz schön unbequem. Und man bekommt auch einen Erfolg, wenn man den einfach mal länger drin lässt. Was geht da draußen vor? Wenn sie verstehen das nicht so toll. Hier da draußen! Seid ihr noch am Leben? Oder sind es die Monster? Sagt ja, wenn ihr es seid. Oder klatscht einfach. Also man bekommt auch auf jeden Fall einen Erfolg. Habe ich auf jeden Fall gesehen. Ein kleiner Klaps sollte reichen. Nicht zu feste. Ah, egal. Da muss man, glaube ich, nur warten, bis er genug erzählt. Warten wir mal einfach auf einen tollen Erfolg. Da kann ich währenddessen auch ein bisschen labern, also zu Diablo. Hallo! Ist da draußen irgendjemand? Also Diablo fand ich bisher ziemlich cool. Was ich nur ziemlich schade finde, ist dass dass es jetzt im Let's Play etwas ruckelt. Das fand ich ein bisschen schade und ich kann jetzt auch mal mein bald neues Projekt ankündigen, was ich bald machen werde nach Diablo und Risen 2. Das dauert natürlich noch. Ich werde es dann wahrscheinlich, wenn ich Diablo fertig habe, dann kann ich wieder, dann werde ich auf jeden Fall wieder Risen etwas mehr Let's Playen und ja, dann kann ich, dann werde ich Baphomets Fluch 2.5 zocken. Das Ganze ist ein Spiel, was umsonst ist. Das ist so ein Comic-Spiel. Point and Click. Sag ich mal. Ungefähr das Genre wie Edna. Wie heißt es? Ednas Augen oder so. Auf jeden Fall ist es auch so ähnlich. Zwar auch Comic, aber mit auch Gegenständen, mit den Leuten reden, dann das und das finden. Aber halt, sieht ganz anders aus. Also es ist... Ja, komm. Warte, ich guck jetzt mal nach. Folge. Kampagne, wo muss es sein? Wo ist es denn? Ich guck mal gerade. Der Unglücksrat, bla bla bla, schließt das ab. Gespräche. Ja, mit denen sollte ich auch mal reden. Ja, dann halt nicht, komm.
Dank für die Befreiung. Es wurde langsam ein wenig langweilig da drin. Ich suche einen magischen Schmelztiegel, der einer Legende nach in diesen Aquädukten versteckt wurde. Er wäre eine wertvolle Ergänzung meiner Juwelierswerkzeuge. Helft mir, ihn zu finden, und ich werde tief in eurer Schuld stehen. Okay. Mach nur das mal. Unhöflich von mir. Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich bin der habgierige Shen. Ihr nennt euch der Habgierige? Der Habgierige. Ich kann mir nicht erklären, warum mein junger Partner mir eins über den Schädel gezogen und mich hier drin eingeschlossen hat. Oh, kann ich auch nicht verstehen. Ohne einen sachkundigen Führer ist dieser Ort recht gefährlich. Ihr begebt euch in Gefahr, als suchtet ihr den Tod, alter Mann. Und dennoch bin ich noch am Leben. Das Leben ist voller Rätsel, nicht wahr? Und ihr dachtet, ich wäre seltsam. Seht ihr den Feind da drüben? Ja, ich sehe den Feind dort drüben. Wir haben einen mächtigen Feind zu Fall gebracht. Da habe ich wieder irgendwas aufgehoben, was ich nicht wollte. Was für ein faszinierender Ort. Schaut euch nur all diese wunderbare Architektur an. Man könnte die ganze Welt bereisen und nichts Vergleichbares finden. Bis auf diesen Teil. So etwas habe ich schon einmal woanders gesehen. Ja, komm, halt's Maul. Nur noch hier raus aus der Scheiße. Komm. Ich mag das hier gar nicht. Mich, wohin mein junger Reiseführer verschwunden ist. Hier schon tausendmal drin war. Gavin war sein Name, glaube ich. Ja, das war er. Netter junger Mann. Er muss auch noch irgendwo hier sein. Oder vielleicht hat er sich verlaufen? Wir haben uns doch nicht verlaufen, oder? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Der läuft aber ein bisschen komisch. Der Schmelztiegel! Er gehört mir! Seid vorsichtig, Gavin! Er könnte verflucht sein! Oh je! Der Schmelztiegel sollte nun sicher sein. Hebt ihn auf! Hebt ihn auf! Der Gierige. Ja, hebt's auf. Armer junger Mann. Wenn ich gewusst hätte, dass der Schmelztiegel mit einem Fluch versehen war, hätte ich ihn nie mitgenommen. Wenn ihr mich im Kaldeum besuchen kommt, kann ich euch zeigen, wie man mit dem Schmelztiegel Edelsteinfragmente miteinander kombinieren kann. Ich suche schon seit langer, langer Zeit nach einem bestimmten Edelstein, müsst ihr wissen. Ich habe es zwar nicht eilig, aber vielleicht werde ich ihn ja finden, wenn ich mit euch gehe. Genauso wie den Schmelztiegel auch. Wie wäre es, wenn ich euch auf eurer Reise begleite und wunderschönen Schmuck für euch herstelle? Ja, das wäre gut. Gehen wir jetzt. Der Ausgang ist nicht weit weg von hier. Ich bin kurz davor zu verhungern. Glaubt ihr, wir können hier unten etwas Gutes zu essen finden? Geht ihr schon einmal vor. Ich werde zurück in die Stadt. Ja, dann mach das. Wir sind uns ähnlich, ihr und ich. Aber diese anderen, der gefallene Engel, die Hexe, sie benutzen euch für ihre eigenen Zwecke. Ihr habt euch entschieden, ihre Marionette zu sein, obwohl die Macht eures Geburtsrechts euch zu einem Gott machen könnte. Der Wunsch, ein Gott zu werden, hat dazu geführt, dass euer Kopf von seinem Körper getrennt worden ist, Kull. Kein Grund, so abfällig zu werden. In Kürze würde ich diese Welt wieder beschreiten. Dann werdet ihr schon sehen, was ein Nephalem erreichen kann. Genau. Eine Archive liegen unter der Wüste. Möglicherweise genau unter dem Ort, an dem wir uns gerade befinden. Die Horadrim konnten sie nicht zerstören. Sie konnten nur die Tür hinter ihnen verriegeln. Und ich habe noch immer die Schlüssel. Ah, dann mal rein da. Mein Blut ist in der Nähe.
Ich kann es spüren. Ja, hier den, wie gesagt, der Part finde ich hier richtig blöd. Wenn ich jetzt schon tausendmal gemacht habe. Ich weiß auch gerade gar nicht so, was ich so erzählen soll. Weil ich noch immer voll müde bin. Werde ich mal später ich noch eine Stunde hübsch. Da wird sie wieder groß. Ich hab doch keine Lust. Ich will doch gar nicht. Warum muss ich denn? Das war irgendeine Art von magischem Gerät. Es muss zu sein, dass es zerstört worden sein. So, kleiner Goblin. Ist mir gerade egal. Ich bin noch nicht so weit. Leck. Ja, ne? Haben wir auf jeden Fall viel gelernt. Nicht. So, was ist das denn hier Schönes? Gedöns, Gedöns. Oh. Ja, das ist doch mal schönes Gedöns. Vitalität, Vitali. Ja, komm. Zwar weniger Schaden, aber dafür mehr Vitalität. Ich nehme mich doch immer mit Level 8 Dingern rum. Sehr ätzend. Dem Herrn des Hasses war so durchdringend, dass seine dämonische Essenz selbst nachdem er besiegt und in einem Seelenstein gefangen war, nach Tavinsal durchsickerte und die Zakarun-Priester korrumpierte. Obwohl er denselben Helden zum Opfer fiel, die seine Brüder töteten, graut mir vor den Folgen, sollte er je zurückkehren. Baal war der aufdringlichste und unvorsichtigste unter den großen Übeln. Baal. Nach dem dunklen Exil wurde er in dem Horadrim-Tal Rascha gefangen und begraben. Jahrhunderte später befreite Diablo Baal, der daraufhin den Weltenstein verderbte. Mit verheerenden Auswirkungen für die Barbaren, die in der Nähe des Ariad lebten. Kurz darauf wurde Baal von den Helden getötet. Was hat denn? Ach ja, ich habe gestern auch mit Patrick und dem alten Leguan League of Legends aufgenommen und irgendwie war die Soundqualität davon richtig scheiße. Ich weiß echt nicht, woran es lag. Ich hoffe nicht, dass das jetzt an einem neuen besonderen Platz geht. Schwere Stiefel. Oh. Der Kampf ist vorüber. Werde ich mal gleich gucken, wenn es dann irgendwie so ein scheiß Fehler war oder so, dann ist das böse. Scheiße aufgehoben.
Vitalität. Ja, ist was besser, ne? Ja, komm. Sind ja nicht so. Ja. Yeah. Mensch, siehste, das meine ich hier. Da suchst du dich dumm und dämlich. Findest du nicht. Findest du nie. Ich hab hier dann schon, weiß nicht, weil die Kellergewölbe auch richtig oft kamen. Weiß nicht, so oft durchsucht. Und so lange hab ich davon gebraucht. Ein machtvoller Gegner ist gefallen. Na, geht doch. Soltun Kull muss die Magie der Wischerei studiert haben. Wir haben Kulls Archive gefunden. Sie waren merkwürdig leer zum Anfang. Aber Kull hat überall Fallen aufgestellt. Jeder Schritt ist schwerer als der nächste. Es war töricht, etwas anderes zu erwarten. Kull hat sich viele Jahre lang darauf vorbereitet, dass ihn jemand angreifen wird. Vielleicht sind wir Narren, und doch müssen wir vorwärts schreiten. Endlich habe ich das Geheimnis der Seelensteine gelüftet, die uns Horadrim einst von Tyrael gegeben wurden. Sicher eine beeindruckende Schöpfung, aber ich bin sicher, dass sie wiederholt werden kann. Nein, nicht wiederholt, verbessert. Mein Seelenstein soll geschaffen werden, um die Seelen vieler Dämonen zu enthalten. Vielleicht sogar die von Erdeln. Oh, oh, oh. Da traut sich aber einer ganz schön viel. Ich habe mich gerade dazu entschlossen, hier nicht mehr so alles so gründlich zu untersuchen, weil es wirklich, ja komm, wirklich lange dauert. Während der Magier-Clan-Kriege beschworen die Wischerei zum Schutz ihrer Anwesen gigantische Dämonen. Nachdem sie jahrelang in der Wüste umher patrouillierten, wurde die Haut der Dämonen hart wie Stein und Dreck verkrustet. Am Ende überdauerten sie ihre Meister. Heute verraten nur noch die leuchtenden Runen auf ihren Schädeln ihren wahren Ursprung. Das ist nämlich jede Menge hier noch. Ich wäre gerade, das habe ich doch alles schon mal erkundet. Sonst habe ich hier keine gefunden. Also die waren dann nicht. Jetzt zumindest. Ich bin noch nicht wieder bereit. Komm halt mal. Wir, die Zakarun, wollten Kaldeum zu einer Stadt der Gnade und Erlösung machen. Aber wir haben die Kaiser noch nicht von den uralten Gesetzen des Exils abbringen können. Gefangene, die des Verrats überführt worden sind, werden noch immer in die trostlosen Sande geschickt, um mit nichts als den Kleidern, die sie am Leib tragen, zu sterben. So läuft das hier. Und schon wieder Level up. Was geht denn? Richtig flott, ey. Ah, lauf nicht in die Scheiße rein. Ich will es trotzdem. Mystischer Verbündeter. Was ist das denn? Heiliger Einkehr. Nicht betreten können. Na. Nee. Ich will schon heilen. Wart. Ich glaube,
Wir sind die ersten Menschen, die seit langer Zeit durch diese... Also das ist unser Verbündeter. Ich wollte schon sagen, irgendwo... Hab ich den noch gesehen? Mal. Der war und war nicht da und ich dachte, hä, hey, was für eine Fähigkeit ist das denn? Ist das eine passive? Was ist das denn? Ich heb's gerne auf. Klar. Ach scheiße, da hinten war ja so ein Teleport-Dings. Hätte ich meinen Scheiß verkaufen können. Kann ich ja jetzt noch immer machen. Jederzeit. Jederzeit. So. Wo sind denn Leute hier? Ah, hier oben kann ich, und hier. Ist wenig gut. Von mir. Ich kann es spüren. Cool. Die Stille liegt schwer an diesem Ort. Ich glaube, dass ich mit diesem Seelenstein endlich die wahre Macht der Menschheit entschlüsseln kann. In grauer Vorzeit verfügte die Menschheit über Mächte, die in diesen trostlosen Zeiten unerreicht sind. Mit dem Seelenstein werde ich mir selbst die Stärke meiner Vorfahren verleihen können. So. Ich kann billig verkaufen, weil ich die Waren einfach wieder von eurer Leiche plündere, sobald ihr tot seid. Nichts Persönliches. Ja, die gelbe Scheiße. Ich verticke jetzt alles hier. Und Spotberg. Der Felswurm ist womöglich die widerlichste Kreatur, welche die Welt je durch ihre Anwesenheit verpestet hat. Bar jeglicher Merkmale, außer seiner massiven Kiefer, lässt sich der Felswurm als riesiger Evertebrat klassifizieren. Ich würde ihn nur allzu gern genauer studieren. Aber seine Angewohnheit, sich zu vergraben, macht es ausgesprochen schwer, ihn zu verfolgen. Wir haben einen mächtigen Feind zu Fall gebracht. Gell. Angriffsgeschwindigkeit, ja, bessere Chance. Ich nehme das mal einfach, obwohl ich weniger Schaden damit mache. Dann zum Beispiel eine höhere Drop-Chance ab. Oh, direkt. Noch was Gelbes. Kann ich natürlich nicht tragen. Bams.
30 Monster getötet. Das höchste war mal 200 oder so, was ich hatte. Das war aber auch nur so bei beim vierten Akt am Anfang. Da kommen ganz viele kleine Monster und man hätte auch den Enden zu einem kleinen Boss besiegen können einfach, aber ich habe die ganze Zeit Flächenschaden auf die Gegner gemacht und so Mana bekommen. Und dadurch hatte ich dann 200, ich glaube 58 oder so. Leider habe ich aber keinen Screenshot davon. Waren auf jeden Fall jede Menge. Was die Viecher da sein sollen an der Wand, weiß ich auch nicht. Ach Gottchen, das ist jetzt so groß alles für mich. Kleine Rolf in der großen Diablo-Welt. Ihr seid besiegt! Für genau so etwas habe ich geübt. Ist klar. Ist klar. Bams. Dummen Würmer, die kommen immer mit. Gehen immer raus, gehen wieder rein und dann sind die immer weg. Treffe ich die dann nie. So, sind wir denn bald mal hier angelangt und so? Was? Noch nö. Ist doch albern. Kann ein verrückter Zauberer sich jemals bessern? Ich glaube nicht. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht ist der auch der Heilige und hilft uns jede Menge, aber ich befürchte, der macht es nicht. Da ist es ja Upload. Der schwarze Seelenstein wird mein größtes Werk sein, mein Vermächtnis und mein Geschenk an die Menschheit. Es wird Kriege geben zwischen den Menschen und den Kreaturen von Himmel und Hölle.
Die Macht meines Steins ist genau das, was nötig ist, um die Menschheit für immer von Dämonen und Engeln zu... Meine Archive befinden sich am nördlichen Ende der trostlosen Sande. So viel Glauben. Da werden wir meinen Körper und den schwarzen Seelen. Hier ist der Eingang zu meinen Archiven. Lasst mich das Portal aktivieren. So, labert es eine halbe Stunde, wo das dann ist? Ja, hier im Norden kann es sein. Bla bla bla, bla 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 bla, und dann bist du schon lange da. So, aber ich werde jetzt, Ich musste all dies für meine Forschung. Einen Aufnahmestopp machen und gucken, ob alles so richtig war. Erbauen. Der schwarze Seelenstein. Wenn er dann mal die Klappe hält. Komplizierte Schöpfung. Ich musste viel dafür opfern, ihn herzustellen. Macht die dann 10? 9,76. Ja, doch, macht mir Schaden. So, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss und haut rein.